freue mich, dass ihr so zahlreich euch für die Strukturen von Neudeutschland interessiert. Und ich will vielleicht mal so ein paar. Wie lange habe ich denn überhaupt? Was steht im Plan? Wie lange darf ich denn? Eine Stunde. Oh ja, da kann ich eine Menge schaffen. Aber eigentlich reicht es gar nicht aus, weil die Dinge ganz schön komplex sind, die wir machen. Und ich würde auch mal wissen wollen, was interessiert euch denn wirklich? Denn über die rechtlichen Sachen habe ich vorhin schon so ein bisschen was gesagt. Gesundheitskasse, Kooperationskasse ist schon angeführt worden. Interessiert euch vielleicht, was ich mir vorstelle? Wie bitte? Also ich halte das Projekt für so toll, dass ich glaube, dass es irgendwann über die Grenzen von Deutschland hinausgehen könnte. Also erstmal muss es halt diese Strukturen liegen. Aber wenn man jetzt mal so weit denken würde, wie ist das mit demokratischen Strukturen, wenn das irgendwann einfach einen riesengroßen Rahmen kriegt? Ja, dass es einfach tragfähig ist für so ein, ich sag mal, Mammutprojekt, wo es jetzt halt noch nicht ankommt, geben müsste. Also einfach, also ich glaube halt, dass nur, ich habe mich schon mit einer Freundin von dir da unten unterhalten, so, meinte halt, so eine Monarchie ist eigentlich eine geile Sache, glaube ich auch, wenn die Strukturen alle richtig gut sind, wo ich auch überhaupt nicht dran zweifeln würde, dass das hier der Fall wäre. Aber ich glaube, dass wenn das so einen gewissen Rahmen kriegt, dass man um demokratische Strukturen nicht drumherum kommt. Da habe ich auch Erfahrung, was du da so ganz langfristig auch im Auge hast. Gerne. Also es sind ja Dinge, wir reden ja dann über Dinge, die einen Gehalt haben. Und wenn wir über gehaltvolle Dinge eine Stunde reden, müssten wir normalerweise erstmal vorher eine Stunde die Begriffe klären. Und jetzt muss ich eigentlich im Prinzip zwangsweise, danke für die Frage, eigentlich erstmal ein paar Begriffe klären. Ich müsste vielleicht erstmal euch auf meinen Wissensstand bringen, was für verschiedene Staatsformen es gibt beispielsweise und was die beinhalten. Ich glaube, wir können ja mal einen Test machen, vielleicht klappt das. Ich will jetzt nicht euch klein machen, sondern darum geht es mir nicht. Ich will euch abholen, wo ihr seid, deswegen muss ich das verstehen, wo euer Stand ist. Wer kann hier im Raum definieren, was eine Demokratie ist, was eine Republik ist, was eine Räterepublik ist, was eine konstitutionelle Monarchie ist? Wer kann alle diese Dinge beantworten? Einer. Super. Dass einer da ist, freue ich mich schon. Wisst ihr, wenn in dem Bildungssystem, sage ich mal, was wir hier alle so haben und was ihr alle so genossen habt, werden die grundlegenden, wichtigen Dinge niemals besprochen. Also muss ich eigentlich leider gesonnen erstmal, bevor ich die Frage beantworten kann, erstmal darüber sprechen, was sind diese Dinge, damit wir im Kopf dieselbe Sache haben. Denn wenn ich über die Dinge rede, ist es was völlig anderes, als wenn was bei euch im Kopf ankommt. Versteht ihr, was ich meine? Ja? Also müssen wir erstmal klären, was ist denn eine Demokratie? Gerade dann heißt Herrschen oder Ausüben von Herrschaft, kann man so sagen, im weitesten Sinne. Und Demos kommt von Griechisch, Altgriechisch und heißt eigentlich Dorf. Euch sagt man auch, es heißt Volk. Und dem Pöbel sagt man manchmal auch, heißt es Pöbelherrschaft manchmal, ja, sagt man auch noch. Das heißt dann Demos angeblich. Aber eigentlich heißt Demos das Dorf. Das heißt also, Demokratie ist eigentlich nichts anderes als die Herrschaft einer Gemeinde, eines Dorfes. Also, Demokratie, da verstehe ich also eine Dorfherrschaft darunter. Das heißt also, eine Gemeinde aus selbstdenkenden Menschen organisiert die Strukturen in der Gemeinde selbst und bestimmt die Regeln ihres Zusammenlebens selbst. Das heißt eigentlich Demokratie. Die Demokratie, die Sie hier haben, wird behauptet, wäre eine repräsentative Demokratie. Sie wählen sich also Repräsentanten und diese Repräsentanten tun dann 4 Jahre lang über ihre Köpfe hinweg entscheiden, was immer sie wollen. Sie haben ja diese Repräsentanten in dieser repräsentativen Demokratie gewählt. Aber das funktioniert natürlich nur so lange, wie lange sie glauben, dass Demokratie Volksherrschaft heißt. Aber eigentlich heißt es Dorfherrschaft. Und nur in einem Dorf kann eine Demokratie auch funktionieren. Warum? Weil man sich untereinander kennt. Jetzt stellt sich mal vor, Meier Müller, was auch immer, oder Hans Wurst heißt der Typ jetzt, der ist Fleischer, sagen wir mal als Beispiel jetzt, ja. Und Hans Wurst würde die Leute aufs Ohr hauen und es würde später rauskommen, dass seine Ware nicht 100 Gramm anzeigt, sondern 120 Gramm. Also 120 Gramm zeigt er an und 100 Gramm legt man drauf. Wenn das rauskommen würde, würde bei ihm keine Sau mehr Fleisch einkaufen, oder? Weil er Betrüger ist. Das würde sich rumsprechen. Wie ist das mit unserem Politiker? Wissen Sie, in was für Strukturen Herr Westerwelle steckt? Nö, oder? Aber Herr Westerwelle ist einer der wenigen und einer einzigen, der veröffentlicht auf seiner Internetseite, in was für Strukturen er noch eingebunden ist. Das können Sie bei anderen Politikern lange suchen. Da gibt es bei dem Verein zur Förderung des Bundestages, da werden sämtliche Nebengehälter
organisiert der Bundestagsabgeordneten, die sie so kriegen, von der Pharmalobby und sonst woher, wo sie noch in Vorständen sind und so Sachen, ja, schön über das Vereinsrecht, was ja Satzungsautonomie hat, so organisiert, dass also diese Leute darauf keine Steuern bezahlen über ihr ganzes Nebeneinkommen. Weil sie das alle nicht wissen, gehen sie alle zur Wahlurne und beerdigen ihre Stimme für 4 Jahre, ja, in dieser Urne. Und man kann dann über ihre Köpfe hinweg entscheiden. Also Demokratie heißt genau genommen, wie gesagt, Dorfherrschaft, eine sich selbstverwaltende Gemeinde, die eigenverantwortlich die Regeln des Zusammenlebens selbst festlegt. Des Weiteren, was ist eine Republik? Kommt von Res und Publica. Res ist öffentlich oder Sache, sagt man, so Ding oder Sache. Und Publica ist öffentlich. Also die öffentliche Sache, das öffentliche Recht ist damit gemeint. Also eine Republik ist eine Rechts-, eine Staatsform, in der das Recht niedergeschrieben wurde und als öffentliche Sache dadurch jedem bekannt ist. Und die Regeln des Zusammenlebens werden dann so auf diese Art meistens in einer Verfassung organisiert. Das heißt also, Menschen kommen sich zusammensetzen und tun und sagen, okay, das sind die Regeln unseres Zusammenlebens, die legen wir jetzt mal fest. Das heißt auch eine Konstitution oder eine Verfassung. Beim Verein heißt es Satzung. Ja? Und die Regeln des Zusammenlebens, die man sich dann festlegt, nach denen spielen wir jetzt zusammen sozusagen. Ne? So arbeiten wir zusammen, so gehen wir miteinander um, könnte man sagen. Ja? Und in einer Republik wird das normalerweise so gemacht. Es ist ja die Bundesrepublik Deutschland. Ja? Und in einer Republik sollte eigentlich Recht und Gesetz herrschen. Und alles, was in der Republik verabschiedet, muss niedergeschrieben sein. Wenn ich beispielsweise irgendwelche Dinge tue, dann kann man mich nicht belangen, weil die Dinge nicht niedergeschrieben sind, die ich tue. Das Finanzamt sagt zu mir regelmäßig, für das, was ich tue, gibt es ja gar keine Gesetze. Na, ich sage, das ist doch prima. In einer konstitutionellen Monarchie, oder er sagt das Wort Monarchie, was heißt denn Mono? Mono heißt eins. Und in der Monarchie hat einer die Herrschaft. Aber in der Natur ist es doch auch nicht so, nehmen wir mal beispielsweise einen Hirschrudel. Da kriegt der die meiste Kraft hat und die meiste Erfahrung, ne, der stärkste ist, der kriegt da die meisten Frauen ab. Und beim Wolfsrudel, da führt der stärkste Wolf, denkt man immer so, ne, das Rudel in die Jagdgründe, wo sie meinen, alle versorgt zu werden. Da vertrauen die Leute also auf seine Fähigkeiten von dem Wolf da und sagen, okay, dir folgen wir. Aber wenn die sich alle zusammentun würden, dann könnten sie den zerfetzen, oder? Könnten sie tun. Da bräuchte ich nur 2 zusammen zu tun, sie meistens schon stärker als einer. Aber das machen die nicht. Die machen also ihr Auswahlverfahren, sich den kräftigsten, schlauesten, begabtesten zu nutzen, der sie anführt, damit die Gruppe versorgt ist. Und in einer früheren Monarchie, bei Kaiser Wilhelm beispielsweise, da war das auch so. Diese Monarchen, die hatten ein Bewusstsein, das glauben sie auch nicht, die haben sich als Diener am Volk gesehen. Die haben sich als Vater des Volkes gesehen, haben gesagt, wir müssen dafür sorgen, dass das Volk super Lebensbedingungen hat, damit es denen richtig gut geht. Ja? Ich habe natürlich auch Korrupte. Deswegen hat man heute Angst vor einer Monarchie, weil da einer das Sagen hat und wenn der einen schlechten Charakter hat, dann sieht es echt schlecht aus in einer Monarchie. Aber in einer konstitutionellen Monarchie ist der Monarch an die Verfassung gebunden. Das heißt also, er muss sich genauso an Recht und Gesetz halten, was alle vereinbart haben, wie jeder andere Bürger. Und wenn er das nicht macht, kann er sofort abgesägt werden. In einer ordentlichen Republik, wo Recht und Gesetz herrscht, in Verbindung mit einer Demokratie, müssten Sie alle Ihre Beamten, die Sie jetzt verwalten, selbst wählen. Und wenn Sie einen Richter wählen, dann wählen Sie den aus, weil der weise ist und er Dinge schlichten kann und urteilt fair, was Sie vielleicht nicht können. Denn Sie begeben sich dann freiwillig zu dem Richter hin und sagen, Herr Richter, wir beide kommen nicht überein, ja, wir finden keine Lösung, such du mal eine Lösung für uns, die recht ist für alle. Das ist die Aufgabe eines Richters normalerweise. Ja? Machen die Richter das in dem System? Können sie ihre Richter frei wählen? Können sie nicht. Die werden eingesetzt und die sind meistens parteiabhängig. Obwohl normalerweise im Richtergesetz, deutsches Richtergesetz, steht, dass der Richter sowohl bei seiner Tätigkeit als auch außerhalb seiner Tätigkeit darauf Acht geben muss, seine Unabhängigkeit nicht zu gefährden. Er darf eigentlich normalerweise auch kein Parteimitglied sein, denn dann ist ja seine Unabhängigkeit gefährdet. Aber es wird trotzdem gemacht. Das heißt also, die Gesetze, die deutschen Gesetze, werden nicht beachtet vom System. Ja? Und nur, weil sie es nicht wissen. Weil sie ihr Recht nicht einfordern. Die neudeutsche Staatsform ist also, habe ich geschrieben, in der Verfassung von Neudeutschland, eine neue Staatsform.
Sie ist eine direkte Demokratie in aufsteigender Form, in Form einer Räterepublik organisiert, in der Staatsform einer konstitutionellen Monarchie. Jetzt will ich mal erklären, was das genau bedeutet. Jede Gemeinde kann sich selbst verwalten und wählt ihren Dorfrat oder ihren Stadtrat. Und wenn der Stadtrat im Sinne der Bürger arbeitet, dann bleibt der Stadtrat. Wenn er Scheiße baut, wird er sofort abgesetzt. Sofort durch die Ratsversammlung. Die Bürger tragen einen Antrag und sagen, hier, der hat sich bereichert, der hat das Gesetz verletzt, der hat die Verfassung verletzt, keine Ahnung, was auch immer. Das wollen wir öffentlich machen. Jawohl, sofort abgesetzt. Geht das im gegenwärtigen System? Mithilfe der Medien manchmal gelingt es, ne? Aber eher selten. Es gibt eine Menge korrupter Beamte, sage ich euch. Das glaubt ihr ja nicht. Ich habe da schon die krassesten Sachen erlebt, ne? Zweite Sache ist, wenn ihr einen Richter wählt und der davon abhängig ist, dass er gut entscheidet und richtet, denn wenn er das nicht macht, kann er sofort seines Amtes enthoben werden. Dann wird es keine korrupten Richter mehr geben. Richtig? Ja? Und wenn die Beamten sozusagen die Diener am Volk wären, oder die Diener an den Menschen, dann müssten wir erstmal klären, was heißt denn Volk? Ja? Wenn wir bei einer Demokratie sind, im Altgriechischen, dann wollen wir mal gucken, was das da früher so war, als es in Griechenland oder in Städten, denn Griechenland war nicht so, dass es ein großer Staat war. Es gab beispielsweise viele Städte und viele Gemeinden, die selbst verwaltet waren, die sich untereinander teilweise spinnefeind waren. Ja? Kennt ihr vielleicht die Geschichte von Troja und hast du nie gesehen, ja? Da gab es Sparta, Troja, was weiß ich, Athen und was nicht alles. Ja? Die konnten sich untereinander teilweise auch nicht leiden. Ne? Hatten alle ihre gewissen Rechte. Und in der Stadt gab es beispielsweise als allererstes die Deme. Die Deme waren, man könnte sagen, die Aristokratie. Das waren diejenigen, die die Herrschaft wirklich hatten. Das waren die obersten Bosse, sage ich mal sowas. Ne? In der nächsten Form gab es dann die Aristokraten. Und das waren die Bürger. Und die Bürger hatten Bürgerrechte. Danach gab es das Volk. Das Volk waren die Soldaten, das waren die einfachen Leute. Und dann gab es noch die sogenannten Idiotos. Das waren sozusagen die Untertanen. 90% waren das, diese Idiotos. Ja? Und das Wort von Idiot kennen Sie ja, das wird daher abgeleitet. Und im Althochdeutschen heißt Diot Volk. Und Idiot ist also das Individuum des Volkes in der althochdeutschen Sprachgebrauch. Ne? Das heißt also, die ja keine Rechte haben, die Untertanen sind. Sie alle haben einen Untertanenstatus. Man könnte auch sagen, sie sind eine Sache. Mit der kann man nach § 90 BGB verfahren, wie man lustig ist. Das ist so. Das haben sie selber beantragt. Oder ihre Eltern. Ja? Muss ich mal so sagen. Gut. Also, in dieser Demokratie, die Dorfherrschaft heißt, kann die Gemeinde also ihren Gemeinderat wählen und der wählt dann wieder den Schlauesten, das ist dann der Bürgermeister. Und der Bürgermeister organisiert sich dann nach oben und sagt, okay, fünf Dörfer beispielsweise sagen, wir wollen eine Straße von A nach B haben. Ja, wir wollen uns miteinander vernetzen, auf Deutsch gesagt. Ne? Und dann beschließen die fünf Bürgermeister, ja, wir sind ja die Stimme unseres Dorfes, ne? Und dann sprechen wir uns mit Sie an. Und jemand mit Sie anzusprechen, heißt also, der verkörpert etwas. Du ist die Anredeform für die zwischenmenschlichen Angelegenheiten. Und jemand mit Sie anzureden, ist eigentlich eine Pluralform und heißt eigentlich im Prinzip, den Repräsentanten eines anderen Dorfes, der Abgesandter ist, anzureden. Das ist eigentlich diese Anredeform Sie, genau genommen, im Deutschen. So kam das mal, war das mal früher. Dann würden diese Bürgermeister entscheiden, okay, wir sind ja die Stimmenberechtigten unseres Dorfes, wir vereinen also die Interessen des Dorfes in unserer Person, wir organisieren uns und machen größere Strukturen. Straßen von A nach B, eine größere Industrieanlage, die ein Dorf nicht schaffen könnte beispielsweise, oder eine Stadt, weil die Finanzmittel dafür nicht da wären oder die Geldschöpfung nicht ausreicht, um Sachwerte oder und die Arbeitskräfte sind nicht genug da und so weiter und so fort. Aber gibt es genug zu organisieren. Und wenn dann beispielsweise in einem ganzen Kreis ganz viele Bürgermeister, die zusammensitzen als Stimme ihrer Dörfer, zusammensitzen, dann können sie größere Strukturen organisieren. Ne? Und so ordnen sie sich wieder und sagen, okay, den Besten von uns, den Schlauesten von uns,
den nehmen wir wieder. Der ist der, der am selbstlosesten arbeitet, der hat die meisten Kenntnisse, der hat die höchste Ethik, der arbeitet am selbstlosesten. Den wählen wir und senden ihn zum Bezirksrat oder jetzt würden wir sagen zum Bundesland. Ja, Sachsen-Anhalt als Beispiel oder was auch immer. Und der dann, der hat richtig Ahnung, der hat Prüfung abgelegt, der setzt sich ein, der kriegt keine Bezahlung und arbeitet trotzdem. So läuft das. Ja? Und dann gibt es dann den obersten Rat. Und der oberste Rat wählt dann den Monarchen unter sich selbst. Weil das sind die am schlauesten, cleversten, selbstlosesten, charaktermäßig hochstehendsten Leute. Und das Volk, die Wahlberechtigung haben, die sagen, die können auch wählen und sagen, den wollen wir nicht. Denn jetzt nicht. Punkt. Dann kann das Volk einen anderen wählen aus diesem Rat. Denk nicht, dass ich den Job haben will. Gottes Willen, bloß nicht. Da kann ich ja nicht mal normal durch die Straßen laufen. Da habe ich keinen Bock drauf. Ja, also, muss nicht sein. Das ist eine verantwortungsvolle Aufgabe auch. Und das heißt eigentlich eine konstitutionelle Monarchie. Der Monarch ist also direkt gewählt. Ist doch eigentlich das, was man unter einer vernünftigen Demokratie versteht. Natürlich, genau das ist eine aufsteigende Demokratie. Ich habe in der Vereinsverfassung Folgendes formuliert. Und da hat die Finanzamt nicht nur, sondern die Oberfinanzdirektion mit mir direkt verhandelt. Vereinsverfassung Neudeutschland. Da steht drin, ich lese Ihnen mal ein paar Sachen daraus vor. Wer die Satzung noch nicht aus dem Internet kennt, wer kennt die Satzung noch aus dem Internet? Wer kennt die? Ja, längst nicht alle, okay. Sage ich euch mal ein paar Dinge, die hier drin stehen, was wir also dürfen. Schaffung einer unabhängigen, gesetzgebenden Körperschaft oder Legislative. Also der Bundestag auf Deutsch sagt mal zwei, ne? Oder Punkt zwei. Jurisdiktion oder Judikative. Jurisdiktion heißt also eine rechtsprechende Körperschaft und in Judikative ist er dann in einem Staat. Vorher heißt sie Jurisdiktion. Ja, wir müssen uns bei den Begriffen ganz genau erstmal klar festlegen, damit das gleich im Kopf entsteht. Wir haben ja auch keine ordentliche Judikative, wenn man es so nennen möchte. Denn wir haben ja keinen Staat hier in Deutschland. Wir haben den deutschen Staat, der früher mal Deutsches Reich hieß, und ein Verwaltungsgebilde, was die Menschen jetzt hier verwaltet und die Organisation des öffentlichen Lebens übernommen hat. Und der Herr von der Oberfinanzdirektion hat zu mir gesagt, wir haben nichts Besseres. Richtig. Der hat mich nämlich gefragt, ihr habt, gehören Sie zu den kommissarischen Reichsregierungen? Da habe ich gesagt, nein, mit denen habe ich nichts am Hut. Ich finde viele davon auch nicht gut, habe ich gesagt. Die haben nur nette Internetseiten, aber die haben keine Sozialsysteme, die haben keine Bankensysteme, keine eigenen Währungssysteme, die machen keine Schulen und so eine Sachen, ja. Nutzt gar nichts, nette Internetseite zu haben. War etwas beruhigt. Da habe ich ihm gesagt, aber juristisch betrachtet haben die leider recht. Da zuckt der Herr mit der Achsel und sagt, ja, wir haben nichts Besseres. Da sage ich zu ihm, dann geben Sie mir die Möglichkeit, was Besseres zu schaffen. Da hat er mir eine Menge Fragen gestellt noch, anderthalb Stunden haben wir uns unterhalten und dann hat er gesagt, Frau, sowieso, gehen Sie mal ins Nebenzimmer, kopieren Sie dem Herrn mal ein paar Sachen. Und dann hat er zu mir gesagt, halten Sie mal an diese Formulierung, dann kann ich die Dinge gemeinnützig bescheiden. Aber die Rechtsnachfolge des Staates Deutsches Reich, die müssen Sie aus der Satzung rausnehmen. Das geht nicht, weil das ist ja kein gemeinnütziger Zweck. Und ich habe nur über die Satzung zu befinden. Vielleicht schreiben Sie in die Präambel, hat er zu mir gesagt. Ich dachte, aha, also hat er nichts dagegen. Also habe ich es bei der Stiftung in die Präambel genommen und bei einem Verein ins Protokoll der Mitgliederversammlung. Und da steht dann also drin, dass wir nach der Schaffung der vernünftigen Organisation der Struktur die Rechtsnachfolge des in der Vergangenheit der handlungsunfähig untergegangenen Staates übernehmen wollen oder können. Und diese Rechtsnachfolge hiermit proklamieren. Und dann hat die Oberfinanzdirektion in Verbindung mit dem Finanzamt den Gemeinnützigkeitsbescheid dafür ausgestellt, und eine sogenannte Teilrechtsfähigkeit nach deutschem Recht und auch nach BRD-Recht ins Leben gerufen. Und dann sind Sie also damit einverstanden, dass diese Rechtsnachfolge in Anspruch genommen wird, aber erst nach Schaffung der vernünftigen Organisation und Struktur. Diese Organisation braucht es also. Und die Organisation kann ich ohne Sie nicht tun. Ich bin auf Sie angewiesen, aber ich muss Ihnen sagen, ich mache das gerne, aber es macht auch eine Menge Arbeit. Ja. Aber wenn Sie das tun wollen, bin ich gerne für Sie da und stelle Ihnen mein Wissen zur Verfügung. Und die Hallen, die wir hier unten haben, sollten eigentlich nachher dazu da sein, nicht nur Messen zu machen, sondern Hunderte von Menschen hierher zu holen, die etwas tun wollen und die sich organisieren wollen. Die sagen wollen, lasst uns neue Schulen machen mit vernünftigen Bildungsstandards.
Lasst uns das Gesundheitswesen größer machen. Lasst uns die Bankensachen und zinslose Währungssysteme ins Leben rufen. Ja? Lasst uns all die Dinge tun, die in einer Demokratie eigentlich normalerweise gemacht werden müssen. Die Selbstverwaltung, die Sie alle wollen eigentlich, aber was Sie bis jetzt immer an Verantwortung abgeben. Ja? Was haben wir hier noch? Ausführende Gewalt oder Exekutive? Ausführende Gewalt ist also, wir als Verein sagen, okay, wir schaffen eine Exekutive. Eine Exekutive ist es dann, wenn es ein Staat ist. Vorher ist es eine ausführende Gewalt. Wir sagen also, okay, wenn jemand sich an die Gesetze von Neudeutschland nicht hält, wenn er unser Statutenrecht fällt, unsere Verfassung, unsere Ordnung fällt und per Antrag auf Mitgliedschaft sozusagen gesagt hat, ich will ordentliches Vollmitglied werden, ich lege eine Prüfung bei euch ab, dass ich wahlberechtigter Bürger sein will, wenn der sozusagen aus dem BRD-System völlig ausgestiegen ist und unsere Ordnung steht, dann sind die BRD-Gesetze für ihn nicht mehr bindende Gesetze. Aber unsere Gesetze gelten dann für ihn. Und da ist Mord und Totschlag immer noch eine Straftat. Ist das schon der Fall? Es gibt einige Menschen im Prinzip, die aus dem System vollkommen raus sind. Ich beispielsweise bin einer von denen. Ja? Und es denken auch einige andere darüber nach, ihre Personenstandsänderungsanzeige abzugehen oder eine Abmeldung zu leisten bei der Bundesrepublik Deutschland. Aber da braucht es eine größere Gemeinschaft. Es braucht Organisation und Struktur. Denn sonst könnte man weder Post bekommen, oder man kann nicht mehr irgendwas beantragen, man kann keinen Führerschein mehr beantragen, man könnte seine Kinder nicht mehr auf die Universität schicken und viele andere Dinge könnten nicht mehr geleistet werden, ja, wenn man diesen Schritt geht. Ich kann diesen Schritt gehen, weil ich eigentlich nichts brauche, ja, großartig. Das Auto, was ich fahre beispielsweise, das gehört dem Verein. Nee, darfst du nicht fahren? Natürlich darf ich das, warum soll ich das nicht dürfen? Na, kannst du keinen Führerschein beantragen? Brauche ich doch nicht, ich hab doch schon einen. Aber du hast dich ja abgemeldet vom System, oder? Richtig. Und der Führerschein gilt weiterhin? Wenn ich das will, ja. Ich kann aber auch anders argumentieren. Und sagen, ich bin ein freier Bürger und ich brauche keinen Führerschein zu haben. Ich brauche auch keinen Ausweis zu haben. Ich brauche gar nichts zu haben. Sie kennen meine Personendaten. Wenn wollen, gucken Sie mal in Ihren Computer. Können Sie ja machen im Prinzip, ja. Ich habe all diese Dinge nicht von Ihnen. Ja. Kann ich genauso machen. Und wird auch respektiert. Denn die Polizei in Wittenberg weiß ganz genau, der Peter ist stärker als wir. Ich habe schon Polizisten gehabt, die haben zu mir gesagt, also du hast ja mal meinen Sohn unterrichtet in der Kampfkunstschule. Von dir lasse ich mir nicht auf die Schnauze hauen, hat er zu mir. Ich war auch beim Herrn Biermann, das ist der Polizeichef, habe ihm gesagt, Herr Biermann, wenn mal eine Gerichtsvollzieherin von mir irgendwas will und Sie wollen dieser Frau Amtshilfe leisten, dann schmeiße ich Ihren Polizisten geschlossen mit der Gerichtsvollzieherin vor die Tür. Und ich würde mich wegen 30 Euro erschießen lassen, habe ich zu ihm gesagt. Dann hat er gesagt, Herr Wissek, wegen 30 Euro wird sich keiner erschießen. Ja, ich sage, aber zahlen werde ich auch nicht, habe ich gesagt. Ne? Ja, die Polizei leistet keine Amtshilfe bei irgendwelchen Leuten. Wo ich beispielsweise beim letzten Mal in der Stadtverwaltung war und einen sogenannten Vollstreckungsbeamte volle festgenommen habe, da kam die Polizei mal kurz, hat meine Personendaten festgestellt und ist wieder gegangen. Ja. Das ist ja ihre Pflicht. Müssen sie ja machen. Ne? Personendaten, nicht Personalien. Ich bin kein Personal, ja, muss ich dazu sagen. Wir müssen uns bei den Begriffen ganz klar ausdrücken. Ja, das ist sehr wichtig. Was haben wir hier noch? Also, eigene Judikative, Exekutive und so weiter, Verwaltung innerhalb des Vereins. Das heißt also, wir können alle Strukturen innerhalb unseres Vereins so schaffen, wie wir es wollen. Dies soll hinsichtlich aller Tätigkeitsbereiche, hinsichtlich aller Eigentums- und Vermögenswerte, hinsichtlich aller ihr angegliederten natürlichen und juristischen Personen, Körperschaften und anderer Organisationen und Gemeinschaften, innerhalb der Grenzen des Artikel 140 Grundgesetz gemacht werden. Artikel 140 Grundgesetz ist ein Artikel, der die Rechte von Weltanschauungs- und Religionsgemeinschaften aus der Weimarer Reichsverfassung übernimmt. Und diese Rechte sind, dass diese Körperschaften des öffentlichen Rechts eigene Gesetze verabschieden können, eigene Steuern erheben können, eigene Ämter vergeben können. Die Kirche kann echte Ämter vergeben. Die Bundesrepublik Deutschland kann keine echten Ämter vergeben, da sie keine legitimierte Körperschaft ist. Ja, aber es funktioniert ja. Sie wählen ja ihren Bürgermeister. Das machen sie ja. Und weil sie das tun, gibt es auch eine Demokratie hier. Denn sie wählen ja ihren Dorfobersten, ne? Regelmäßig bei der Oberbürgermeisterwahl. Also ist das, was hier passiert, vollkommen legitim. Es ist legitimiert durch ihre vorherige Handlung. Ja, muss ich ganz klar sagen. Es ist also alles in Ordnung, was hier passiert.
Hier wird keine Rechtsbeugung oder Rechtsbrüche gemacht. Wenn Sie Ihr Recht angemessen einfordern können, wenn Sie Ihre Rechte kennen würden, wirklich kennen würden, dann wird es unglaubliche Möglichkeiten geben. Ja? Sie können die gleiche Freiheit erreichen, die ich auch erreiche. Eine Richterin fragt mich ganz nett, wann haben Sie denn Zeit? Ja? Wir können ja Sie nicht mehr laden. Was machen wir denn da? Sowas fragen die mich da. Ja? Und dann sage ich denen, wie ich das gerne hätte mit Ihnen. Ja? So läuft das. Das ist eine ganz andere Position. Ja? Wollen wir mal weitermachen. Der Verein und die mit dem Verein verbundenen natürlichen und juristischen Personen fördern damit in Selbstverwaltung den Aufbau eines sich entwickelnden Staatswesens in Sukzession. Sukzession ist das Wort für Rechtsnachfolge. Das heißt, da steht also noch eine Präambel drin, als auch eine Satzung, die Rechtsnachfolge. Die Bundesrepublik Deutschland ist damit einverstanden mit dieser Rechtsnachfolge, weil sie bemerkt haben, dass es niemand anders gibt, der die Organisationsstruktur auf die Beine stellen kann, der sich engagiert hat, ein neues Rentenversicherungs-, Gesundheitssystem, Bankenwesen, Geldwesen zu schaffen, ja? Eine neue juristische Ordnung zu schaffen, die allen Menschen dient. Hat noch keinen anderen auf die Beine gestellt, scheinbar. Deswegen vertrauen die mir da scheinbar diese Sache an und sagen, okay, machen Sie das mal. Des Weiteren können wir hier. Der Verein wird eine Verfassung als legitimierte Grundlage des Handelns schaffen. Erst eine Verfassung legitimiert überhaupt, jemand anderes über ihre Köpfe hinweg zu entscheiden. Wodurch entsteht denn überhaupt hoheitliche Gewalt? Sie als natürliche Person, also als Nicht-Sklaven, sagen, okay, wir wollen die Gemeindebelange oder die größeren Belange organisieren. Lasst uns mal darüber beraten, wie wir das organisieren können. Und dann, nach langen Beratungen, gibt es eine Verfassung. Das heißt also, Sie sind dann zu dem Ergebnis gekommen, auf diese Art Ihr Zusammenleben organisieren zu wollen. Als natürliche, natürliche Personen, die frei sind. Weil Sie sind sich ja im Klaren, dass Sie nicht alle Tätigkeiten machen wollen. Sie wollen ja nicht gleichzeitig Polizist, Lehrer, Rechtsanwalt, Staatsanwalt, Richter, Handwerker, Bäcker, wollen Sie alles nicht gleichzeitig sein, oder? Weil Sie sich selber versorgen können. Und der Mensch, der im Prinzip eingebunden ist, eine größere Sozialstruktur. Ist es erfordert, dass er sich diese Struktur selbst schafft. Diese Arbeit machen Sie nicht. Sie haben den Auftrag nach Artikel 46 Grundgesetz, wo drin steht, dieses Grundgesetz, das nach der Einheit und Freiheit für das gesamte deutsche Volk gilt, verliert seine Gültigkeit an dem Tage, an dem sich das deutsche Volk in freier Selbstentscheidung eine eigene Verfassung gibt. Da steht da drinne. Sie haben also einen Auftrag, sich eine Verfassung zu geben. Und dann erst sind Sie frei. Eigentlich steht dort auch drin, dass das Grundgesetz gegenwärtig gar nicht gilt. Denn wollen wir mal gucken, Hauptsatz und Nebensatz. Dieses Grundgesetz, das nach der Einheit und Freiheit für das gesamte deutsche Volk gilt, haben wir diese Einheit schon? Haben wir diese Freiheit schon? Haben wir nicht. Ich habe immer noch massenhaft alliierte Besatzer hier. Ja. Die völkerrechtlich verbindlichen Grenzen vom 31.12.37 sind nicht verwirklicht. Gucken Sie mal im Artikel 116 Grundgesetz, da steht drin, Deutscher im Sinne dieses Grundgesetzes ist, vorbehaltlich anderweitiger gesetzlicher Regelung, wer die deutsche Staatsangehörigkeit oder deutscher Volkszugehörigkeit in den Grenzen vom 31.12.37 Aufnahme gefunden hat, so Pi mal Daumen. Ja. Das heißt also, das Staatsgebiet ist immer noch das Staatsgebiet des Deutschen Reichs und Grenzen vom 31.12.37. Das können Sie im Grundgesetz nachlesen, Artikel 116. Ja. Im 133 lesen Sie, dass der Bund nur in die Rechte und Pflichten der Verwaltung eines vereinigten Wirtschaftsgebiets eingetreten ist. Sie also ein Verwaltungsorgan haben, einer Firma, was Sie alle verwaltet und zu Personal dieser Firma gemacht hat. Weil wir keinen Staat haben. Klar, ja? Völlig logisch. Können Sie alles nachlesen im Grundgesetz. Wer hat das Grundgesetz schon mal gelesen hier im Raum, von A bis Z? Oh, niemand oder kaum jemand. Sie kennen also die Regeln des Zusammenlebens nicht. Dann haben Sie auch keine Wahlberechtigung. In Neudeutschland hätten Sie keine Wahlberechtigung, weil Sie die Regeln Ihres Zusammenlebens gar nicht kennen. Wie kann denn jemand, der die Regeln des Zusammenlebens nicht kennt, weise wählen? Geht das? Nein. Weil das nicht geht, hätten Sie keine. Das ist praktisch wie im Altgriechischen damals. Das sind die sogenannten Idiotos. Ja? Im Althochdeutsch hier Dios, Diot, ne? Volk hier, Idiot. Ne? Die haben keine Wahlberechtigung gehabt. Aber ich muss mal sagen, wenn die da oben wirklich Ethik besitzen, und Werte haben, dann kann es den 90% da unten richtig gut gehen. Ja? Sie können doch nicht alles wissen. Das ist doch normal. Meine Leberzellen wollen auch keine Hautzellen werden. Ja?
Jeder hat seinen Job sozusagen. Jeder macht seins. Ja? Göttliche Schöpfung ist so vollendet, dass diese Gesellschaft wirklich erblühen kann. Wenn Sie Eigenverantwortung übernehmen, kommen Sie zu einer neuen Form des Zusammenlebens. Wenn Sie keine Eigenverantwortung übernehmen, müssen Sie in den Hintern getreten werden. Je fester die Tritte, desto schneller bewegen Sie sich. Wie fest wollen Sie denn doch getreten werden? Soll ich es mal ganz klar sagen? Ist doch so, oder? Ja? Sie können sich doch organisieren, steht alles da. Sie müssen nur mal lesen. Also interessieren Sie sich für den Bereich der Juristerei. Am Anfang, ich bin ja auch kein Jurist, ich habe von den Sachen keine Ahnung. Ja? Ich bin nur jemand, der sich irgendwelche Dinge merken kann, wie Sie das so merken. Ja? Und deswegen kann ich die Verwaltungsbeamten mit ihren eigenen Vorschriften verkloppen. Ja? Da schlage ich Ihnen die Verwaltungsverfahrensvorschriften um die Ohren, dass Ihnen Hören und Sehen vergeht. Die haben ja auch keine Ahnung von ihren rechtlichen Sachen, muss ich Ihnen sagen. Bei der letzten Gerichtsverhandlung habe ich mal die Frau gefragt, ob sie das Beamtenstatusgesetz gelesen hat oder das Beamtengesetz, weil sie behauptet, Beamtin zu sein. Oder ob sie mal das Verwaltungsverfahrensgesetz gelesen hat. Sollen wir mal irgendeinen Artikel zitieren? Nur ein Gesetz hat gesagt, nur einen Paragraphen hätte ich angehört. Schweigenwalde. Sie kannte keinen einzigen. Aber macht diesen Job. Das wäre in unserem System nicht möglich. Ja? Sein Gehirn abzugeben, auf dem Stuhl zu sitzen, sein Gehalt zu kriegen und nur einfach Leute abzufertigen, das wäre in unserer Ordnung nicht möglich. So viel Inkompetenz wird bei uns nicht erlaubt. Ja. Bei uns sind also Leute da, die ihren Job verstehen. Und nur diese, die unseren Job verstehen in Neudeutschland, bei unseren Strukturen, die kriegen Verantwortung. Wer das nicht kann und das auch nicht will, der tut es nicht machen. Bei uns besteht alles nur auf freiwilliger Basis. Jeder, der bei uns arbeitet, ist freiwillig hier. Bei jedem Einzelnen wurden die Gehälter individuell verhandelt. Jeder hat andere Bedürfnisse, jeder hat andere Altlasten. Jeder ist ein anderer Mensch, hat andere Befindlichkeiten, Bedürfnisse. Und wir schauen sozusagen bei jedem individuell, können wir seine Bedürfnisse befriedigen und können wir ihn an einen Platz stellen, wo er dem Gemeinwohl dient, um unsere Strukturen zu fördern. Und nur wenn das funktioniert und derjenige das auch wirklich will, dann tut er es. Wenn nicht, tut er es nicht. Ja? Jeder bei uns bekommt Angebote, jederzeit in jede neue Struktur hineinzuwachsen, wenn er möchte. Er kann jederzeit die Aufgabenbereiche wechseln bei uns. Und ihr habt gesehen, die Leute da unten sind sehr multifunktional einsetzbar. Ja? Deswegen im Prinzip, weil sie alle Bereiche hineinschnuppern. Bei uns gibt es keine Lehrverträge. Es gibt aber keine Arbeitsverträge. Es gibt gar keine Verträge. Wisst ihr, was es bei uns gibt? Ein Wort gibt es bei uns. Und das wird bei uns befolgt. Ein Handschlag gibt es. Ja? Das ist eine Vereinbarung. Die Vereinbarung kann jederzeit verändert werden. Wenn sie einem nicht passt, dann sagt er es. Und wenn es dann, wenn die beide zu keinem Konsens kommen, dann kommen sie zu mir oder zu einer anderen Person, die die Kompetenz in der Hinsicht besitzt und sagt, wie würdest du denn die Sache machen? Was ist denn ehrlich, was ist fair? Denn sind wir Richter und die Kompetenten sind alle Richter bei uns, weil dann Leute zu ihnen hinkommen und fragen, wie würdest du das Problem lösen? Versteht ihr, was ich meine? Ja? Es wird nicht über eure Köpfe hinweg etwas entschieden, wie es im jeweiligen System ist bei uns, sondern die Leute sollen sich die Strukturen selbst geben. Und ich bin nur jemand, der Angebote macht. Wenn die Leute diese Angebote annehmen, dann freue ich mich. Wenn sie die Angebote nicht annehmen, sage ich nichts weiter. Dann nehme ich mich zurück und sage, dann ist derjenige noch nicht so weit. Kann ich nicht ändern. Ich kann nicht an Ohren von A nach B schleifen. Ja? Und ich will auch nicht Druck ausüben auf ihn und sagen, ich ziehe dir Halt ab und so eine Sache. Ja? Obwohl wir manchmal darüber nachdenken, wenn Mist gebaut wird, ob dann irgendwie derjenige dann auch mal merkt, dass er ja mit öffentlichen Werten umgeht hier. Denn die Dinge, die wir hier haben, die nutzen ja alle, die hier sind, die Teil dieser Gemeinschaft sind. Ja? Wir ordnen also unser Gemeinwesen nicht auf gemeine Art, sondern auf eine Art, dass es allen dient. Ja? Wir wollen niemanden anders ausbeuten. Wir treffen individuelle Vereinbarungen, die jederzeit veränderbar sind. Wenn jemand eine Gehaltserhöhung will, dann tritt er an mich heran und sagt, ich komme mit dem Geld so gerade nicht klar. Dann gucken wir mal, woran liegt es denn? Ja, und wenn es in Ordnung ist, dann kriegt er einfach eine Gehaltserhöhung. Was brauchst du mehr? So und so. Jawohl, Handschlag drauf. Ab nächsten Monat oder ab diesem Monat, wann brauchst du es? Aha, okay, sofort. Hannes, ändere mal in unserem Buch und schon ist das erledigt. Ja? Da gibt es keine komplizierten Vertragswerke oder keine Vereinbarung, irgendwelche Sachen. Ein Wort ist ein Wort und fertig. So machen wir das. Das kompliziert das Recht nicht, das macht es unglaublich einfach. Wir können dadurch viel, viel effizienter arbeiten, viel schneller auf Veränderungen reagieren. Das ist ein Segen, so zu arbeiten, muss ich sagen. Ja? Was fehlt den Menschen manchmal hier? Die aus dem alten System kommen, die sagen, ja,
was für Sicherheiten habe ich denn dann? Da kann ich nur sagen, Vertrauen. Du siehst doch, was hier passiert. Die anderen sind ja seit Jahren. Geht es denen schlecht? Guck mal hin. Oh, stimmt. Ja, das kann mit Firmen genauso gemacht werden. Wenn Firmen komplett hier in unsere Ordnung wechseln wollen, dann können sie das gerne tun. Das Einzige, was sie machen müssen, ist, ihre Eigentumsrechte aufgeben. Sie haben weiter das Besitzrecht. Sie können weiter bestimmen, was immer in ihrer Firma geschieht. Sie können weiter Geschäftsführer bleiben, Leute einstellen. Ich kümmere mich um gar nichts in der Hinsicht. Das kann man auch woanders tun, natürlich. Kannst du das konkretisieren? Ich würde gerne. Das ist beim Rechtsseminar. Das wird heute viel zu weit führen. Ja. Weil das wäre eine komplexere Sache. Weil jede Firma ist auch individuell verschieden. Man müsste schauen, wollen die Angestellten das auch? Oder wollen teilweise Leute noch im alten System bleiben? Wollen sie komplett in unser System einwechseln? Die Leute bei uns arbeiten beispielsweise, die haben kein Rentenversicherungs-, Pflegeversicherungs- oder irgendwelchen anderen Vertrag. Sie sind Teil unserer Gemeinschaft und kostenfrei abgesichert über alles, komplett. Ja. Es braucht diesen Verwaltungsaufwand nicht. Es braucht nur ein Wort. Ja. Das reicht aus. Ja. Und eine Zusicherung, die durchaus mündlich gegeben werden kann, die wird auch nicht geändert, weil andere diese Vereinbarung auch kennen. Denn mit jedem wird so vereinbart. Ja. Wenn etwas geändert werden möchte, dann schildert er hier seine Befindlichkeiten und sagt, aus diesem Grunde hätte ich gerne eine Veränderung dieser Sache. Dann sage ich, macht Sinn, ändern wir. Oder, wenn es keinen Sinn macht, an der und der Sache musst du arbeiten. Ja, das und das könntest du so und so verändern. Macht das für dich Sinn? Wenn er sagt, nee, dann sage ich, na gut, dann werde ich mal für eine Übergangszeit dir das so gestatten, dass das so passiert. Oder jemand anders, der die Entscheidungskompetenz in dem Bereich hat. Ich bin das nicht, der immer gefragt wird, muss ich sagen. Ja. Also Sachen da unten mit dem Catering. Da habe ich überhaupt keine Ahnung. Da habe ich gar keine Entscheidungsbefugnisse. Das macht alles Micha. Ja? Micha ist jetzt 9 Jahre bei mir. Der macht Ausbildung für die Leute in Bezug auf Ethik, auf Wirtschaftlichkeit. Der unterrichtet zwischenmenschliche Gespräche, Kontakte. Der bringt den Leuten Wertebewusstsein bei und so eine Sachen. Das ist seine Aufgabe sozusagen. Ja? Leute vom Bewusstsein her zu schulen, damit sie lernen, wie ein Unternehmer zu denken, eigenverantwortlich zu denken, sich als Seele zu begreifen. Als Eigenverantwortliche. Ja? Nicht als jemand, der nur seinen Job macht, seine Kohle einsagt und dann nicht weiter denkt. Ja? Und nie das Grundgesetz gelesen hat. Ich gucke mal wieder hier. Stücke weiter noch. Was können wir noch? Was hier noch drin steht, ist, der Verein wird mit Hilfe des Rechts in Verbindung mit der gleichnamigen Stiftung eigene staatliche oder staatsähnliche Strukturen schaffen. Das hat das Finanzamt und die Oberfinanzdirektion mit gemeinnützig bescheidet. Wie toll ist das System? Wir können uns erneuern. Die anderen sogenannten Staaten, die können das nicht. Wir haben hier nur ein Verwaltungsgebilde in einer Firma. Wir können das. Wir sind die Einzigen in ganz Europa, die das können. Warum wurde diese Konstruktion hier gewählt? Weil ich glaube, das ist aber nur meine Meinung, die Deutschen die fortschrittlichsten auf diesem Planeten sind. Das liegt in ihrer Sprache begründet und auch in ihrem Wesen. In ihrer geografischen Lage, die wir hier haben, in die Klimaverhältnisse, die wir hier haben. Wir haben also die idealsten Bedingungen hier eigentlich, kann man so sagen. Ja? Und deswegen, weil Sprache, äußere Bedingungen, wirtschaftliche Bedingungen, territoriale Lage als auch Klimabedingungen hier optimal sind. Deswegen ist dieser Platz hier auf Gottes Schöpfung dieser Erde ein idealer Platz, um etwas zu verändern. Wenn Sie mal nach Wittenberg hier in die Innenstadt gucken, an die Häuser da oben, da sind immer so eine Tafeln dran. Ja, wer da nicht alles geboren wurde hier und wer hier nicht alles in Wittenberg gewirkt hat. Ja? Warum ist das hier so? Tja, so wie es Akupunkturbahnen im menschlichen Körper gibt, Energiemeridiane, so gibt es die auch dem Körper der Mutter Erde ganz genauso. Und Wittenberg ist in der Hinsicht ein besonderer Platz. Deswegen hat Frau Merkel beispielsweise ihren Wahlkampf hier in Wittenberg gestartet und nicht woanders. Deswegen gibt es hier das Zentrum für globale Ethik, hier in Wittenberg. Ja? Oder Dr. Rath hat sein Weltgesundheitszentrum hier in Wittenberg errichtet und nicht irgendwo anders. Ja, das hat alles seinen Grund. Also man könnte vielleicht sagen, bildlich gesprochen, Wittenberg ist der ideale Ort, um ein Virus ins System einzuspeisen. Um es zu verändern. Ne? Ja, vielleicht bin ich ja deswegen hier. Was dürfen wir noch? Schaffung von Kindergarten. Und Ersatzschulen. Eine Ersatzschule ist eine Schule, die die BRD-Schule komplett ersetzt. Nicht bloß
Man könnte sagen, der Jene ist dann nicht mehr schulpflichtig. Ja? Diesen ganzen Kampf mit den Behörden, von wegen, oh, wir müssen erstmal ein, zwei Jahre beantragen, die ganzen Schwierigkeiten, die man da mit den Behörden hat, das brauchen wir nicht machen. Zweite Sache, gerade erst diesen Monat wurde beschlossen, die Mittel für die freien Schulen zu kürzen, um ein Drittel. Ja? Die freien Schulen werden fast gar nicht mehr überlebensfähig sein, aber sie können sich ja neu organisieren. Sie könnten sich unter ein neues juristisches System stellen, was wir hier haben, ja? Und dann könnten sie auch ohne Fördermittel weiterarbeiten, weil ich weiß, wie man Schulen durchaus sehr wirtschaftlich organisieren kann. Oder ich würde aus öffentlichen Geldern, die wir ja einnehmen von überall möglichen her, diese Schulen finanzieren. Das sind doch eure Kinder, die da drin sind. Ne? Wollt ihr denn neue Schulen oder wollt ihr weiter die alten Sachen machen? Dieses, was wir unseren Kindern hier beibringen, führt zu dieser Gesellschaft, die wir hier haben. Und ihr seht überall eine Menge Probleme. In allen Strukturen sehen wir Probleme. Wo kommen die Probleme her? Aus euren Köpfen. Denn ihr mit eurer Bildung erschafft dieses System. Oder? Ist es nicht so? Also muss sich euer Inhalt in eurem Bewusstsein verändern. Und wenn der nicht verändert ist, lässt sich keine neue Welt bauen. Ja? Ihr müsst also die Regeln des Zusammenlebens auf eine neue Art erlernen. Wie wollt ihr das denn machen? In der Abendschule könnt ihr das machen. Aber wenn unsere Jugend oder unsere Kinder weiter auf die Art gebildet werden, das Wort sagt viel aus, ja, dann wird es nicht besser. Ja. Was haben wir hier noch? Praktische Erprobung und Durchführung neuer Gesellschaftsmodelle. Genau das tun wir. Wir versuchen also einen neuen Staat in einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Und da habe ich dann hinschreiben müssen. Da haben die mich gefragt, ja, was ist denn eine aufsteigende Demokratie? Das Finanzamt wusste das nicht, was das ist, ne, die Leute dort. Und da habe ich ihnen erklärt, was das denn ist, nach natürlicher Vorgabe. Da habe ich nämlich geschrieben, Schaffung und Umsetzung eines aufsteigenden Volksherrschaftsprinzips, in Klammern Demokratieprinzip, innerhalb des Vereinsrahmens basierend auf ethischen Prinzipien wie Ehrlichkeit, Transparenz, Verantwortungsbewusstheit, Kompetenz und so weiter und nach dem in der Natur vorgegebenen Hierarchiemodell. Da haben die gesagt, was ist das, das soll ich erklären? Da habe ich dann in Klammern schreiben müssen, zur Erklärung. Die Anerkennung der in der Hierarchie höher stehenden und verantwortlichen Personen geschieht durch das Vorleben von Respekt, Liebe, Kompetenz, Stärke, Weisheit und so weiter und nicht aufgrund eines reinen Machtfaktors. Es ist also keine Unterdrückungshierarchie, die wir hier haben, sondern eine Respektshierarchie. Die Anerkennung dieser Fähigkeiten und der vorgelebten Ethik führt zur freiwilligen Anerkennung, Unterordnung und Ausrichtung auf diese Vorbilder, motiviert zum Nacheifern und gibt den Menschen die Möglichkeit, in dieser Struktur selbst umfassend gestalterisch tätig sein zu können und dabei auch Fehler machen zu können. Die Lernenden wissen, dass diese Fehler, in Anführungszeichen, beim Gestalten durch die höhere Weisheit, Kompetenz und Macht der gewählten Führungspersonen und durch die bestehenden Systeme wieder korrigiert werden können. Sie also gegebenenfalls auf Wunsch Führung und Hilfe finden. So ist ein Staat zu organisieren, meiner Ansicht nach, denn wenn ich die Hierarchien des Himmels oder auch der Hölle betrachte, sage ich mal sowas, dann ist das ganz genauso organisiert. Alles ist in hierarchischer Struktur organisiert. Jeder Betrieb ist in hierarchischer Struktur organisiert. Jedes Wolfsrudel, jedes Hirschrudel ist hierarchisch organisiert. Wie meint man denn, dass man in sogenannten parlamentarischen Demokratien oder wie nennt man das, repräsentativen Demokratien, das stimmt doch alles ja nicht. Das ist doch alles eine Lüge, die man euch da auftischt. Ja. Man kann mit einer Demokratie, die ja Dorfherrschaft heißt, nicht eine große Struktur organisieren. Deswegen kann es nur organisieren werden in einem hierarchischen Modell, wo die Leute sozusagen über Respekt, Anerkennung, Wertschätzung ihrer Tätigkeit von den Leuten selbst gewählt werden und wenn sie Mist bauen, sofort wieder abgewählt werden können. Alles muss offengelegt werden, alles muss transparent sein. Ihr müsst euch mal einfach nur beispielsweise anschauen, Neudeutschland Verfassung im Internet bei uns, die Rechtsprechung. Wie bei uns die Rechtsprechung funktioniert. Jeder Richter kann gewählt werden, kann jetzt wieder abgewählt werden. Ist nur ehrenamtlich tätig, kriegt keine Bezahlung für seine Tätigkeit. Muss nur einen anderen Job machen, auf Deutsch gesagt. Ja? Deswegen ist also unser neudeutscher Staat dann später mal angehalten, so wenig wie möglich Konflikte zu erzeugen. Sonst würden diese Ehrenamtlichen das auch nicht mehr hinkriegen. Außerdem wird jedes Verfahren öffentlich gemacht, wird aufgezeichnet auf Band
und beide Beteiligte des Verfahrens bekommen die Bänder. Und alles kann öffentlich ausgestrahlt werden. Da kann der Richter keinen Bock Mist bauen. Und nur wenn das Verfahren fehlerhaft gemacht wurde, gibt es eine höhere Instanz. Und die Oberrichter in der nächsten Instanz, die sind auch wieder ehrenamtlich tätig. Sie sind dann Hochschullehrer beispielsweise, unterrichten die Regeln des Zusammenlebens an der Hochschule für die nächste Generation. Und die erklären beispielsweise diese Dinge wie, was ist Demokratie, was ist eine Republik, was ist eine Räterepublik. Denn das, was ich sage, dass sie nach oben in aufsteigender Demokratie, Dorfherrschaft, ihren Rat wählen, der wählt den Bürgermeister, die zusammen bilden einen höheren Rat, wieder einen höheren Rat und den obersten Rat. Das ist eine Räterepublik. Ja? Der Monarch hat überhaupt keine Befugnisse in einer konstitutionellen Monarchie, außer wenn die Verfassung verletzt wird, kann er die Ordnung sofort wieder gerade biegen. Er kann nicht eigenverantwortlich irgendwelche Gesetze beschließen. Die Leute haben ihre Verfassung gemacht. Die wurde angeboten und alle haben Ja gesagt zu der Verfassung. Da kann doch nicht einer daherkommen und eigenmächtig irgendwas verändern, oder? Denn wäre es echt eine Monarchie, aber keine konstitutionelle Monarchie. Der Monarch ist also in einer konstitutionellen Monarchie an die Verfassung gebunden. Und wenn er diese verletzt, wird er genauso abgesäbelt wie jeder andere auch. Jederzeit. Ja? Wenn er seine Arbeit nicht richtig macht, dann macht es jemand anders. Den können die Menschen wieder wählen. Wenn jemand in einem höheren Rat ist und dann seine Position missbraucht, korrupt wird, das sehen wir ja alle Nase lang, diese Korruption. Ja? Ihr glaubt ja, wie die Strukturen korrupt durchsetzt sind. Das ist unglaublich. Ja? Dann verliert er hier sofort seinen Posten, muss Rechenschaft ablegen, kriegt kein Amt mehr. Denn was ist ein Amt? Sie haben Ja gesagt zu den Regeln des Zusammenlebens. Haben Ja gesagt zu einer Verfassung. In der haben Sie festgelegt, wie Sie das Zusammenleben organisieren wollen, mit welchen Hilfspersonen. Die Leute sind also Diener daran, ihre von Ihnen gewünschte Ordnung zu organisieren. Wenn Sie das gut machen, bleiben Sie auf der Position. Wenn nicht, suchen Sie sich einfach andere, die das in Ihrem Sinne tun. So sollte es sein. So wählen Sie es aber nicht. Sie können es wählen, wenn Sie wollen. Dann organisieren Sie sich. Sie alle haben ja heute am Eingang einen Antrag auf Mitgliedschaft unterschreiben müssen. Ne? Wenn Sie das nicht gemacht haben, sollten Sie eigentlich nicht hier sein. Das habe ich aus juristischen Gründen gemacht. Denn deswegen ist es eine geschlossene Veranstaltung. Das heißt also, ich muss weder was beantragen, noch muss ich irgendwelche Steuern darauf bezahlen, noch brauche ich irgendwelche Genehmigungen von irgendjemandem. Ich muss keine Verwaltungsgebühren entrichten, die bis zu 750 Euro für so eine Veranstaltung sein können. Warum soll ich all das tun? Es geht doch ganz anders. Sie sehen doch, es funktioniert. Ne? Und das, was wir hier gemacht haben, können Sie auch in Ihrer Organisation, in Ihrer Struktur, die Sie jetzt vielleicht haben. Organisieren Sie sich mit anderen Menschen, machen Sie das Gleiche. Oder Sie sagen, ich muss das Rad nicht dreimal erfinden. Hier hat schon einer den Job gemacht. Super, prima, jawohl, machen wir damit. Aber wenn Sie sich nicht organisieren und das nicht tun, wird es nicht passieren. Was dürfen wir denn noch? Gleich. Wir schaffen, also, wenn wir mal was alles wollen, empirische Erforschung der Auswirkungen einer direkten Demokratie. Erneuerung der Rechtswissenschaften, das heißt also Schaffung eines neuen, einfacheren Rechtswesens. Und Erforschung der Auswirkungen auf Mensch und Gesellschaft. Der Wirtschaftswissenschaften. In Klammern zum Beispiel Förderung eines verschuldungsfreien Währungs-, Finanz- und Wirtschaftswesens durch wissenschaftlich begleitete und dokumentierte empirische Forschung. Empirisch heißt durch die Praxis erlebte Forschung. Das können wir über Jahre ausdehnen, diese empirische Forschung. Ja? Das ist eine gemeinnützige Angelegenheit. Wir erforschen also die Auswirkungen auf Mensch und Gesellschaft gegenwärtig. Sie sind also Teil des Feldversuches, wie es die Herren der Bundesbank sagten. Ne? Und das können wir noch viele Jahre ausdehnen. Damit ist man einverstanden, dass wir das so tun. Ne? Also, selbstlos arbeitende alternative Finanzstrukturen und Institute. Wir dürfen also selbstlos arbeitende Banken ins Leben rufen. Vollkommen steuerfrei, genehmigungsfrei. Prima Sache, oder? Warum tun Sie das nicht? Machen wir es doch einfach. Hä? Das braucht es, sonst können wir all die ganzen Dinge, die wir wollen, nicht finanzieren. Wisst ihr, wie viele Erfinder ich kenne, die alle sagen, mein letztes Hemd,
habe ich in die Erfindung gesteckt. Jetzt steht sie da und funktioniert und keine Sau will sie. Ich war schon bei Banken, das interessiert die nicht. Warum wohl nicht? Die haben daran Interesse, dass sie weiter Sklave sind. Das ist auch gutes Recht. Und solange sie im Hamsterrad laufen, freuen die sich. Warum auch nicht? Sie sagen ja, ja. Was dürfen wir noch? Staatliche Schaffung eines zins- und zinseszinslosen Währungssystems. Forschung zur Realisierung eines funktionierenden Staatsmodells ohne Steuersystem in einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Das dürfen wir alles tun. Bei der Gesundheit. Initiierung einer Gesundheitskasse, sowohl der Allgemeinheit im Sinne des SGB V, des 5. Sozialgesetzbuches, was praktisch die Arbeit der Krankenkassen reguliert. Die Krankenkassen sind ja verpflichtet, sie gesund zu machen. Machen die Krankenkassen das? Müssen sie aber machen nach dem Gesetz. Schaffung freier Kindergärten und freier Ersatzschulen. Ökologisches Bauen an Beispielprojekten. Wir können also auf ökologische Art an Beispielprojekten empirisch forschen, wie sich das auf Mensch und Gesellschaft auswirkt, unsere Bauten. Ne? Also wir können bauen ohne Ende, sage ich euch. Ne? Aber dazu braucht es Finanzmittel. Wenn ich freie Schulen, freie Kindergärten bauen möchte oder Häuser, die alle Menschen nutzen können, wie diese hier zum Beispiel, wenn sie Vereinsmitglieder sind, ja, dann brauche ich finanzielle Mittel. Sie geben ihre finanziellen Mittel jetzt und ihre Ressourcen immer noch denjenigen zur Verfügung, die ihnen ein Hamsterrad zur Verfügung stellen. Das sollten Sie ändern, meinen Sie nicht? Machen Sie es aber auch. Jetzt kommt was ganz Wichtiges. Das ist für die Leute wichtig, die in Firmen arbeiten und die aus dem System raus wollen. Der Verein ist in der Lage, Zweckbetriebe zu errichten. Die Zweckbetriebe fördern die Zwecke. Das heißt, also, wenn jemand beispielsweise sein Eigentum in die Stiftung hineingibt, Neudeutschland, dann verliert er zwar seine Eigentumsrechte, kann aber immer noch darüber verfügen, aufgrund seiner Stiftungserklärung, die er gemacht hat. Und er kann jedes Recht hineinschreiben, was immer er möchte. Wird auch weiterhin davon versorgt. Er kann ein Drittel sämtlicher Einnahmen, die dann steuerfrei sind, seiner ganzen Firma, kann er in seine Tasche stecken. Das erlaubt das Stiftungsrecht. Und bei zwei Dritteln, die dann sozusagen nicht mehr ins System fließen, kann er dann vorschreiben, was mit dem Geld gemacht werden soll. Sie können also mal vielleicht ein kleines Beispiel machen. Nehmen wir mal beispielsweise in, machen wir es mal so, dass wir es alle sehen. Nehmen wir mal beispielsweise, um es einfach zu rechnen, das ist das Betriebsergebnis eines kleinen Handwerksbetriebes. Ja, nehmen wir mal als Beispiel. Jetzt hat der, sagen wir mal, 10 Angestellte, sagen wir mal, ja, um das zu machen. Betriebsergebnis heißt also nicht der Umsatz, sondern der hat gemacht und getan, für 10 Euro was eingekauft, für 15 verkauft als Beispiel, ja, und so weiter und so fort. Und das Betriebsergebnis ist praktisch dann die Differenz dazwischen noch, ja. So, da hat er noch 10 Angestellte, die haben Lohnnebenkosten. Wenn man jemanden mit 2000 Euro brutto arbeiten lässt, dann kostet er den Arbeitgeber etwas über 2300 Euro und 1300 kriegt der Arbeitgeber auf der Hand. 1000 Euro sind also Kosten. Dann hat er Leute, Menschen zu bezahlen. Steuern, Betriebsgenossenschaft, Industrie- und Handelskammer. Alle möglichen Leute wollen Geld von ihm haben, ne? Das kann eine Menge Kohle kosten. Ja? Und unterm Strich bleiben dem Unternehmer 2000 Euro. Das ist so ungefähr gängig, sage ich mal sowas, ja? Ich muss Ihnen sagen, ich kenne Unternehmer, die sagen, ich arbeite für weniger Geld als die Leute, die bei mir arbeiten. Ja? So eine Leute kenne ich. Denn auf dem Mittelstand wird unglaublich viel Druck ausgeübt. Man möchte den nämlich abschaffen. Daran liegt das. Ja? Jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie sind jetzt also jemand, der gibt den Betrieb in unsere Ordnung hinein. Dann haben Sie zwar Ihre Eigentumsrechte aufgegeben, haben aber noch das Besitzrecht darüber und können jetzt entscheiden, was mit Ihrem Geld passieren soll. Sagen wir mal, wir haben das gleiche Betriebsergebnis. Diese 10.000 Euro Lohnnebenkosten, die haben Sie nicht mehr. Denn bei uns bezahlt jeder, der arbeitet, keine Lohnsteuer. Keine Rentenversicherung, keine Krankenversicherung, keine Pflegeversicherung. Er ist kostenfrei abgesichert bei uns. Und ich habe also nur die effektiven Kosten, die ich habe mit den Leuten, wenn sie mal krank sind, mal das brauchen, mal zum Zahnarzt gehen, zum Frauenarzt gehen und, und. Diese 10.000, die minimiere ich auf das mit 10 Leuten im Monat. Mehr brauche ich damit nicht. Die 6.000 Euro Steuern fallen weg. Berufsgenossenschaft gibt es nicht, Industrie- und Handelskammer gibt es nicht, Erklärung gibt es nicht.
Gibt's nicht. Betriebsergebnis. Jetzt passiert Folgendes. Derjenige, der das gestiftet hat, der hat das Recht, auch nach deutschem Recht, nach BRD-Recht, ein Drittel seiner Einnahmen in seine Tasche zu stecken. Das sind 5.666 Euro. In dem Fall, das ist seine. Und der Rest, da sagt er, also ich will, dass mit dem Geld das und das gemacht wird. Jawohl, sagen wir. Und wir geben die Rechenschaft darüber, was mit dem Geld passiert ist. So ist es im Stiftungsrecht geregelt. Deswegen ist Lidl eine Stiftung, Rockefeller hat eine Stiftung, Ford hat eine Stiftung, Carnegie hat eine Stiftung. Was denken Sie, was alles für Dinge in Stiftungsform organisiert von den Leuten, die Plan haben? Die machen keine GmbH oder keine GbR oder keine Firma oder keine Ahnung, was auch immer. Sowas machen die nicht. Die sind clever. Die wissen das Recht zu nutzen. Jetzt fragen Sie mal einen Steuerberater, ob der davon Ahnung hat. Da werden Sie von 1.000 vielleicht einen finden. Mehr nicht. Warum ist das so? Damit Sie nicht frei werden. Ja? Sie können das aber tun, wenn Sie wollen. Sie müssen sich nur mit solchen Sachen auseinandersetzen, wie das, was Sie jetzt gerade machen. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass mittlerweile die Zahl so groß geworden ist und scheinbar die Deutschen immer aktiver werden. Ich freue mich darüber sehr, muss ich sagen. Ich bin sehr dankbar, dass Sie alle hier sind. Ja, das sind die Möglichkeiten. Was hat der vorher gehabt? 2.000, jetzt hat er 5.600 in seiner Tasche. Pi mal Daumen. Und den Rest kann man auch vorstellen, was damit passieren soll. Wenn Sie jetzt sogenannte Steuern bezahlen im System, können Sie sagen, was mit Ihrem Steuergeld passieren soll? Hier muss ich mal sagen, der zweitgrößte Posten in diesem sogenannten Staatshaushalt ist, Geld an die Banken zu verschieben. Ja? In Form von Zinszahlungen. Der größte Posten ist Arbeit und Soziales. Was ist das? Leute, die nicht arbeiten. Das müssen auch wieder die erwirtschaften, die arbeiten gehen. Ja? Ist das nicht krank? So ist das. Aber Sie sagen alle ja. Weil Sie nicht Nein sagen. Ja? Sie müssen einfach aufhören, Ja zu sagen. Sie müssen sich einfach umdrehen und sagen, ich spiele nicht mehr mit. Ich steige aus dem Hamsterrad aus. Ich mache nicht mehr mit. Ich mache es jetzt anders. Ja, und ich sage mal so, die Leute, die es oft versucht haben, anders zu machen, die Einzelkämpfer waren, wie sie immer sagen, Einzelkämpfer sind. Ich bin kein Kämpfer. Ich kann das, ja. Ich war mal Vize-Europameister aller Kampfkünste. Ich kann also Leute richtig professionell verprügeln, wenn ich das will. Mache ich aber nicht. Ich bin ein ganz friedlebender Mensch, muss ich sagen. Ja. Aber die Leute wissen, wenn sie was wollen, dann kann ich es auch richtig ernst meinen. Ja. Und ich setze das Recht auch sehr vehement durch, wie gesagt. Deswegen nehme ich auch Verwaltungs- und Vollstreckungsbeamte fest. Nicht nur einmal. Ja. Hast du das schon gemacht? Natürlich. Lies mal im Internet, Hausverbot, Stadtverwaltung Wittenberg, da weißt du warum. Da habe ich eine sogenannte Zwangsvollstreckungsbeamte festgenommen. Aber kannst du dann nachlesen. Ja. Welcher Paragraph da benutzt werden kann? 127 Strafprozessordnung. Der sagt, wird jemand auf frischer Tat betroffen oder verfolgt, so ist, wenn er unter Flucht verdächtig ist, oder seine Identität nicht sofort festgestellt werden kann, jedermann befugt, ihn auch ohne richterliche Anordnung vorläufig festzunehmen. Und das kann man benutzen beispielsweise. Ja? Und wenn man dann weiß, okay, die Verwaltungsbeamten haben gewisse Vorschriften zu beachten, beispielsweise eine Unterschrift muss drunter sein unter die Verwaltungsakte, wenn es das nicht ist, Fehler, dann müssen sie auf den Gerichtsbeschluss des Landgerichts Frankfurt hinweisen. Und wenn sie sich das nicht anguckt, weil sie es verpflichtet, das zu machen, weil § 24.2 Verwaltungsverfahrensgesetz sagt, die Behörde hat alle für den Einzelfall bedeutsam, auch die für beteiligten günstigen Umständen zu berücksichtigen. Das heißt, also sie muss ihren Vorgang prüfen, wenn sie das nicht tut. Rechtsbeugung im Amt, vorsätzlich, oh, schwere Straftat. Vorläufige Festnahme droht. Belehren, wenn sie nicht darauf reagiert, am Arm packen, auf den Boden werfen, fixieren. Alles erlaubt. Alles erlaubt, alles erlaubt. Vollkommen durch diese juristische Ordnung gedeckt. Lesen Sie mal Kommentar zur Strafprozessordnung von Meyer-Gosner, § 527, da werden Sie das alles schriftlich bestätigt finden. Gut. Der Vorteil ist doch immens, oder? Sie können sozusagen die Mittel der Gestaltung, Ihr Geld, in Ihre eigenen Hände nehmen und sagen, ich bestimme, was mit meinem Geld geschieht. Und ich habe ein Faible für Gesundheit, also möchte ich das Gesundheitswesen fördern. Ich habe ein Faible für freie Energietechnologie. Ich möchte, dass Sie das Geld in freie Energietechnologie investieren, Stiftung sowieso. Und wir sind verpflichtet, das zu tun. Wenn wir das nicht tun, dann sind wir keine Stiftung.
Jede rechtsfähige Stiftung hat eine Aufsicht von der BRD. Ich war bei der Stiftungsbehörde hier in Halle und habe mal denen erklärt, was ich mache. Die kennen meine Internetseiten super gut. Ja. Die sagen zu mir, also Herr Fitzek, Sie wollen unsere Aufsicht nicht. Glauben Sie mir, hat die Frau gesagt. Ja. Seien Sie froh, dass Sie eine Stiftung auf diese Art, wie Sie es gemacht haben, haben. Ja. Wir würden das gar nicht so können. So mit der Art, wie Sie es gemacht haben, wäre es gar nicht möglich, die Stiftung bei uns einzutragen. Ja. Seien Sie froh, dass Sie sie haben. Unsere Aufsicht wollen Sie nicht. Ich darf mich also selbst beaufsichtigen. Jetzt ist die Frage, wer beaufsichtigt mich, war? Ja. Ich muss Ihnen sagen, ich bin sehr transparent mit den ganzen Dingen, die ich tue. Bei uns liegen alle Dinge offen. Ich kann Ihnen ganz offen sagen, dass wir etwa 665.000 Euro in der Kooperationskasse haben. Eine Person hat vor nicht allzu langer Zeit 300.000 Euro bei uns angelegt. Aufgrund dieser 300.000 Euro habe ich eine Industriehalle angezahlt, die uns erlauben wird, die Pyrolyseanlage hinzustellen, um dann später die Anlagen hinzustellen, um die Anlagen zu bauen. Das heißt also, wir werden von A bis Z sozusagen alles in unsere Hände machen, und wenn dann andere Staaten oder Verwaltungsgebilde oder wer auch immer Gemeinden diese Anlage wollen, um ihre Müllprobleme zu beseitigen, dann werden wir sagen, okay, nur auf unserem Territorium, ihr gebt uns die Rohstoffe, und wir schreiben vor, was mit dem Geld geschieht. Aber alles Geld, was wir haben, machen wir, dass wir es einsetzen wollen für neue gemeinnützige Projekte, ja, die Ihre Gemeinde gerne machen möchte. Ich habe der Stadt Wittenberg unzählige Angebote gemacht, ihre Spielplätze kostenlos zu sanieren und mit unseren Arbeitskräften. Man möchte das gar nicht, ja. Und man geht auf meine Sachen nicht ein. Man gibt lieber 100.000 Euro aus für die Sanierung der Spielplätze, aber die hätten es bei mir von 2.400 Euro gekriegt, aber wollten sie nicht. Nur Material sollten sie mir liefern, den Rest hätten wir selber gemacht, haben wir gesagt. Aber wollten sie nicht. Na gut. Wird alles veröffentlicht, was sie wollen, was sie nicht wollen. Bei uns ist alles transparent. Die Statistiken unserer Gesundheitskasse sind veröffentlicht. Ihr seht jede Zahl im Prinzip, wenn ihr die sehen wollt, bei uns drin im Internet. Ja. Wir halten nichts in den Berg. Ihr seid mein bester Kontrollator. Und ich mache mal, ich möchte ja auch transparent arbeiten. Die Bankenaufsicht hat zu mir gesagt, sie veröffentlichen ja, die schreiben. Ich sage, warum denn nicht, sage ich. Ich mache doch nur ehrliche Dinge. Und ehrliche Dinge würde ich nie tun, sage ich. Ja. Deswegen bin ich ganz dankbar dafür, dass es das Internet gibt. Na, da kann man alles schön veröffentlichen und jeder kann es sehen. Ja. Und jetzt überlegen Sie natürlich ganz genau, was Sie mir immer schreiben. Weil Sie genau wissen, alles landet im Netz. Ne? Und auch die Mitarbeiter mit Namen sind im Netz. Oh. Ja, ja. Spannende Sache, muss ich sagen. Ne? Diese Veränderung in dieser Welt. Ja, was ist Neudeutschland noch? Wir bemühen uns also jetzt, man könnte sagen, die Grundlage zu setzen für neue staatliche Strukturen. Ich bemühe mich, Strukturen zu schaffen, die allen Menschen dienen. Die allen Menschen in der Hinsicht dienen, dass sie ihnen ein Spielfeld zur Verfügung stellen, um zur Eigenverantwortung zu kommen. Ich bin mir dessen vollkommen bewusst, dass nicht alle Menschen diese Eigenverantwortung bis zu einem hohen Maß wollen. Auch diesen Menschen geht es in unserem System sehr gut. Es sind auch bei uns eine Menge Leute, die nicht nur wie den Idealismus hier sind. Manche Leute kommen auch hierher am Anfang erstmal, weil sie vielleicht eine soziale Hängematte suchen. Die halten sich ja nicht lange. Die haben viel zu viel zu tun. Manchmal kommen auch Leute her, die ihre eigenen Interessen durchsetzen wollen. Die halten sich ja meistens auch nicht sehr lange, weil sie merken, erst gehen die Gemeinwohlinteressen vor. Ja? Und erst danach kommen die egoistischen Interessen. Ihr glaubt gar nicht, wie dankbar ich bin für die vielen Menschen, die hier arbeiten. Die haben selbstlos hier gearbeitet. Ganz viele Leute waren ja als Helfer und haben gesagt, gib mir ein Bette, gib mir was zu essen und dann mache ich das hier. Ich sage, super. Wenn ich nämlich beispielsweise 40 Leute bezahlen müsste im alten System, wisst ihr, was ich da für Lohnkosten hätte und für Lohnnebenkosten hätte, dann könnte ich kein einziges Projekt machen. Dann könnte ich für Sie nicht tätig sein. Ja, das ist so. Aber gegenwärtig kann ich das. Weil auch viele Menschen da sind, die sagen, okay, ich brauche das und das zum Leben, ich muss glücklich sein, jawohl, sagen wir, passt. Vereinbarung, was brauchst du, so und so, gucke ich mir an, schreibe mir das alles mal auf, machen wir, vereinbaren das, finde eine Lösung, die alle zufrieden sind, machen wir das, so passt das. Ganz einfach geht das. Und ich kann natürlich nur mit Leuten arbeiten, wenn ich neuen Wohnraum habe. Gegenwärtig haben wir jetzt gerade eine ehemalige Rechtsanwaltskanzlei angemietet, in der ersten Etage, 180 Quadratmeter, kriege ich zum Quadratmeterpreis Kaltmiete für 3,80 Euro. Das ist nicht so teuer. Und da können wir eine größere WG reinmachen. Denn die meisten Leute, die einmal in einer Gemeinschaft, wie in einer Art großen Familie, gelebt haben, die wollen nichts anderes mehr.
Die haben alle ihren eigenen Zimmer, haben eine gemeinsame Küche, haben einen großen Vorraum in dem Falle dann da und können, ja, müssen aber auch lernen, das sich auszuhalten gegenseitig. Also Küche aufzuräumen, das größte Problem, muss ich euch sagen. Es gibt kein größeres Problem bei unserer Gemeinschaft als Ordnung und Küche aufräumen. Ja? Ist so. Das ist so, ja. Aber die Leute lernen dann das auch natürlich. Ordnung, Werte, an die Gemeinschaft zu denken, das lernt man hier alles so nebenbei. Ja. Und man kann immer unglaublich interessante Gespräche führen, weil alle Leute hier gleich ticken. Ja. Man kann kostenlos zu all meinen Seminaren kommen. Man kann mich immer ansprechen, immer fragen, wenn irgendwas unklar ist. Ja. Viele Leute kommen auch her, die eigentlich Heilung ihres eigenen Ichs suchen, muss ich sagen. Die sehr viel Schmerz erfahren haben im alten System. Ich bemühe mich dann immer, die Menschen erstmal darauf hinzuweisen, dass sie eigenverantwortlich für ihr Leben sind und selber sich dieses Leben erschaffen haben auf diese Art. Und wenn ich ihnen dann die Ursachen dafür aufzeige, dann erkennen sie das auch meistens. Dann fließen oft sehr viel Tränen. Aber die führen dann dazu, dass derjenige erstmal diese Dinge loslassen kann. Und die meisten, die hier ankommen, die brauchen keine 4 Wochen, um mal zu heulen. Ja, und das ist was völlig Normales. Wir gehen hier ja sehr ehrlich und sehr offen miteinander um. Sehr authentisch. Wir bemühen uns darum, die Fassaden abzubauen und zu dem zu kommen, was in unserem innersten Wesenskern da ist, um eben zu respektvollen, ehrlichen, wertschätzenden, authentischen Persönlichkeiten zu werden. Und das ist natürlich oft ein harter Weg, sich selbst anzuschauen. Ja. Und jeder, der das nicht kann, der hält sich bei uns nicht lange. Hier kommen manchmal Leute her, im Prinzip, die das versuchen, die nicht gewillt sind, sich ehrlich anzuschauen selber. Die entwickeln hier so viel Spannungspotenzial zum Umfeld, dass sie das hier nicht aushalten. Es gibt auch manchmal Leute schon, die sind hier mal eine Weile wieder ausgestiegen, haben gesagt, das ist sehr anstrengend, sich mit sich selbst auseinandersetzen zu müssen und das beständig. Und das ist es durchaus, ja. Bis man dann frei ist von diesen ganzen Ego-Begrenzungen, von diesen Ängsten, die man so hat, ne. Und ich versuche den Leuten vorzuleben, dass es auch ohne Ängste geht. Ja. Vor was sollte ich Angst haben? Das ist doch nur ein Stück Fleisch, in das ich mal eingezogen bin. Solange wie es funktioniert, schön. Danach existiert noch viel mehr Freiheit. Da kann man durch eine außerkörperliche Erfahrung hinnehmen, man kann Erfahrungen in dieser Hinsicht machen. Vor was sollte man da Angst haben? Ja. Och Gott, macht nichts. Ja. Wenn man weiß, dass man selber Kraft seines Bewusstseins, seine eigene Realität erschafft, dann kann man sich einfach von allen Ängsten lösen. Und ich muss sagen, dieser Prozess hat bei mir auch Jahre gedauert. Und man schafft sich ja oft erstmal einen Haufen Probleme, um stark zu werden, um sich Herausforderungen und Aufgaben zu stellen, an denen man wachsen kann. Ne? Wäre ja sonst langweilig, das Leben. Ne? Ja, und so ist jeder eigentlich hier auch jemand, der, man könnte sagen, vom Spirituellen betrachtet her, an einer Selbstfindung durchaus interessiert ist. Damit meine ich, das höhere Selbst zu finden, ja, um dieses hier zu leben, sich einzufügen in eine höhere Ordnung, an der man gern teilhaftig sein möchte. Und Neudeutschland sollte eigentlich die göttlichen Schöpfungsgesetze abkupfern, könnte man so sagen will. Und genau wie die Schöpfung funktioniert, so versuchen wir uns als menschliche Gemeinschaft zu organisieren. Und alles, was gegen die Schöpfungsgesetze funktioniert, hat keinen dauerhaften Bestand. Ist eine Ego-Angelegenheit, ja, und wird zur Auflösung führen. Und diese Gesellschaft, merkt ihr gerade, löst sich an allen Ecken und Enden gleichzeitig auf. Ja. Und das ist gut so. Denn etwas Neues muss daraus wachsen. Und bei den Seminaren, die ich sonst gebe, was beispielsweise die Macht der Gedanken betrifft, Teil 1, Teil 2 und wie auch immer, da gehe ich viel auf diese Dinge ein, die das Bewusstsein berühren. Denn wenn ich das Bewusstsein nicht hätte, das ich habe, könnte ich all diese Dinge nicht tun. Denken Sie nicht, dass ich irgendwelche Bücher lese, wie man eine Bank errichtet oder eine Gesundheitskasse oder so eine Sache. Dazu gibt es keine Bücher. Woher weiß ich das alles, wie ich das tue? Tja, das können Sie selber für sich entscheiden, wo ich das Wissen her habe. Und wieso ich mir die ganzen Sachen so wörtlich merken kann, diese verdammten Paragraphen, ja, das können Sie auch entscheiden. Beim Rechtsseminar mache ich das 2 Tage lang, Paragraphen zitieren, ja. Aber auch Geschichten erzählen, die sehr spannend sind, muss ich sagen. Denn ich habe schon viel erlebt. Jetzt habt ihr noch ein paar Fragen, wenn ihr wollt. Du bist doch so
Internetdauer habe ich gehört, wo bekommst du es dann so, das Wissen, persönliche Beziehungen mehr oder aus welcher Richtung? Nö. Obwohl persönliche Beziehung, doch, es ist eine persönliche Beziehung. Durchaus, ja. Noch Fragen? Ja. Machen wir erstmal ihn ja. Danach Sie. Die Schwierigkeiten, die ich jetzt festgestellt habe, sagen wir, nachdem ich mich in 4 Monaten mit dem Roman schon beschäftige, ist, sind die Schnittmengen oder die Schnittpunkte. Ja. Wenn man im Geschäftsleben ist, jetzt mal ganz konkret zu sein, ich habe jetzt, sagen wir mal, einen Auftraggeber, der kriegt sein Geld von der Bank, der braucht aber jetzt, sagen wir mal, meine Rechnung, damit das Geld von der Bank bekommt. Würde es Ihnen gerne machen, auch, sagen wir mal, als Mitglied innerhalb von Norddeutschland, Dinge... Das geht trotzdem. Ja, die Frage ist, das wissen doch die wenigsten, und vielleicht fallen dir jetzt noch ein paar mehr Schnittmengen ein, weil sie es mir jetzt einfach nur ja. Fallen. Vielleicht gibt es da noch mehr, wo du vielleicht in dieser Runde das erläuterst, damit das uns, wie wir praktisch das System verlassen möchten, ich spreche nur für mich, also ja. Zum Beispiel, es erleichtert, in dieses, sagen wir mal, neuere oder veränderte System einzutreten. Also das, was jetzt die nächste Arbeit ist, die ich machen werde, ich werde die Verfassung fertig schreiben. Ich werde vielleicht nochmal alles komplett nochmal etwas verändern. Und dann habe ich vor, ein Handbuch zu schreiben. Das habe ich der Bankenaufsicht auch schon mitgeteilt, weil ich eigentlich vorhabe, nächstes Jahr diese Staatsgründung zu machen. Werde ich dann auch ein Handbuch schreiben und herausgeben, und wir werden auch Filmdokumentationen darüber machen, wie der Übergang von A nach B passieren wird, für jeden Einzelnen. Das heißt, ihr werdet einfach die Fragen, die ihr habt, könnt ihr mir durchaus schicken. Aber belest euch erst auf den Internetseiten. Ja? Und belest euch erst auf den Internetseiten. Und die Fragen, die dann noch bleiben, nachdem ihr dieses Wissen habt, die würde ich dann einfach mich vor die Kamera setzen und alle Fragen beantworten. Und dann stehen die Fragen alle da und dann klickt er nur noch auf die Frage und kommt auf die Filmsequenz. Das ist der Plan. Deswegen habe ich es mit dem Fernsehstudio gemacht, sodass praktisch auf einfache Art aufbereitet wird, all die Fragen zu beantworten. Man muss dann nicht mehr so viel lesen. Noch bequemer kann ich es euch nicht machen. Und diese ganzen Dinge mit dem Handbuch beschreiben dann nachher also, wie muss ein Firmeninhaber umgehen. Wie geht ein Angestellter mit um? Jedes Szenario würde ich versuchen, dort zu beschreiben. Wir haben aber das Problem, das ist ganz konkret. Also es gibt Leute bei uns, ja, die definitiv wollen, dass das Geld unter, innerhalb von diesen Kooperationsbetrieben fließt. Ja. Würden es lieben gerne jetzt machen, sie können es aber nicht. Der einfachste Weg ist... Die Antwort ist, wie kriegen wir das in der Außenwelt gehandelt? Der einfachste Weg ist, ihr organisiert es privatrechtlich unter euch, indem ihr das Engelgeld akzeptiert. Das ist der einfachste Weg. Und dann könnt ihr untereinander Rechtsgeschäfte machen, völlig frei, ohne Steuern zu zahlen. Braucht keine Rechnung schreiben, private Angelegenheit. Das weiß ich. Das Problem ist, er kriegt das Geld aus dem, sagen wir mal, BRD-System oder das System. Und wie kann man diese Schnitt... Aha, er ist also praktisch für die öffentliche Hand tätig sozusagen, ja? Ja, nein. Also ja. Banken sind ja Kredite. Da müsste man mal schauen, ganz genau, im Prinzip, wie die individuelle Sache gelöst werden kann. Da müsste man den Individualfall im Einzelnen anschauen, wenn da die ernsthafte Bestrebung besteht. Wenn aber noch sehr viel Verbindlichkeit beispielsweise mit Banken besteht, sind die Banken immer diejenigen, die als erstrangig im Grundbuch stehen. Und solange wie er diese Verbindlichkeit nicht lösen konnte, ist er Sklave. Gut, machen wir später mal. Dann noch eine Frage, Sie hatten eine. Habt ihr denn Vereinsregister? Wie kann ich einen Verein eintragen bei Norddeutschland? Also wir schaffen gerade Registerstellen an, weil wir ja auch für die Kfz-Zulassungsangelegenheiten uns vorbereiten wollen, natürlich. Das geht. Vorhin hat sich gerade wieder noch einer beworben, der sich mit IT auskennt. Unser Programmierer, der arbeitet 10 Stunden am Tag, der weiß nicht, wo ihm der Kopf steht, sag ich mal sowas, ja. Weil wir arbeiten nur mit freier Software. Das heißt, wir arbeiten nicht mit Microsoft oder Apple, sondern wir arbeiten mit Linux-Systemen. Wir machen alle Dinge so, dass sie unabhängig sind. Die freie Software kostet nicht nur etwas, nicht, also sie kostet nicht nur nichts. Sie kann auch nicht so leicht eingesehen werden durch sogenannte Bundestrojaner, die ja gerade so in der Medienwelt mal so umhergeistern. Ne? Die haben sich schon alle so längst so auf ihren Rechnern vielleicht oder ausspioniert. Ne? Alles, was von Relevanz ist zumindest. Und bei diesem System ist das nicht möglich. Also ich sag mal so, ich kann ja mal so sagen, was ich unten noch so an Technologien habe, die ich aber vielleicht erst noch auspacke, vielleicht mache ich das erst morgen. Beispielsweise Handys, die abhörsicher sind, weil die selber produziert werden. Man muss auch keine Telefongebühren bezahlen für diese Dinger.
Das beispielsweise ist der Einschritt der Unabhängigkeit. Eine zweite Sache ist ja, wir machen mit der Pyrolyseanlage uns ja auch von Kraftstoff unabhängig. Beispielsweise könnte man den Kraftstoff, den man selber produziert, auch noch 3 zu 1 mit Wasser strecken. Wir haben auch die Möglichkeit, ob ich das vor der Kamera machen sollte, das wird vielleicht zu weit führen. Ich sage mal nur, Elemente-Transmutation ist eine Möglichkeit, die auch da ist. Näher erläutern, was Elemente-Transmutation ist, will ich jetzt noch gar nicht. Ja. Die wissen sind, die wissen es vielleicht, was es ist. Die anderen, das müssen sie noch nicht wissen. Haben Sie noch Fragen? Ja. Nächstes Jahr soll die Staatsgründung stattfinden. Das wäre gut, wenn Sie sich organisieren, dann schaffe ich es nächstes Jahr. Aber nur mit Ihrer Hilfe. Ja, genau. Was hast du? 82.000 müssen zusammenkommen. Naja, bei 82.000 sehe ich, dass 0,1% der Deutschen soweit sind, ja, sich unter einem Dach neu zu organisieren. Und dann würde ich es gerne beratend begleiten. Sich zu organisieren, sodass der Staat gegründet werden kann. Weil ich weiß, wie so etwas gemacht wird und wie das geht. Ja. Wenn ich sehe, dass diese Leute nicht zusammenkommen, dann sind die Deutschen nicht so weit, dann werden die Daumenschrauben fester gedreht von mir aus. Ich kann es nicht beeinflussen. Ich bin nur ihr Handlanger, muss ich ganz klar sagen. Ich habe keinen eigenen Interessen. Der vom Finanzamt, der hat gemerkt, ich meine es ernst mit der Staatsgründung. Da hat er darüber nachgedacht, die Gemeinnützigkeit zu entziehen. Und da habe ich dem gesagt, na gut, dann höre ich mit auf mit Arbeiten. Kein Problem, ich verkaufe den ganzen Kram wieder und dann lasse ich es dann. Wie meinen Sie jetzt? Das können Sie doch auch ohne Gemeinnützigkeitsbescheid weitermachen. Ich sage, will ich aber nicht, habe ich gesagt. Wenn Sie mir das Vertrauen entziehen, dann werden viel mehr weniger Menschen Mitglied bei uns werden wollen. Weil dann die Leute denken, ich stehe in Opposition zu Ihnen und das will ich nicht. Ich sage, dann höre ich lieber auf mit Arbeiten. Ich mache den Job ja für Sie, habe ich gesagt. Ich mache das nicht für mich. Ich kann auch immer am Wochenende mal ein Rechtsseminar machen, stecke mir das hier in eine Tasche und fliehe dann ein halbes Jahr nach Thailand und haue mich an den Strand, sage ich, was werde ich denn noch machen, wenn Sie die Gemeinnützigkeit entziehen, habe ich gesagt. Das ist kein Problem. Ich warte dann, bis Sie euch für die Köpfe einschlagt und dann gebe ich Ihnen meine Nummer und dann können Sie mich gerne anrufen. Sie müssen doch eigene Interessen haben. Ich sage, ich habe keine eigenen Interessen, sage ich. Ich sehe mich als Diener an den Menschen. Wenn die Menschen wollen, dass ich die Dinge tue, dann tue ich sie. Wenn sie es nicht wollen, lasse ich es. Danke. Dann hat er gesagt, na dann überlegen wir uns das nochmal. Und dann hat er sie nicht entzogen. Er hat sie deswegen entzogen, weil die Dinge ihm zu groß waren. Ich halte nämlich immer auf dem Laufenden. Ich war gerade auch jetzt diese Woche wieder da und habe ihm erklärt, dass ich jetzt demnächst dann diese Dieselgewinnungsanlagen hinstellen möchte. Habe ihm schon die Hallen gezeigt, die dafür schon angezahlt wurden. Und wenn ich dann immer da bin, dann hört er mir immer zu, mit offenstehenden Augen groß, ja, und die Verwaltungsbeamten daneben, die steht dann ganz schnell so da irgendwann, ne, so, ja, oder wenn sie sitzt, ne, und dann merke ich, sie selber ist nicht offen dafür, er aber durchaus schon. Und ich will ja nichts im Unklaren lassen, ich will ja ihn darüber informieren, was ich tue. Und dann ist er recht immer, und wenn ich dann die ganzen Sachen so weit an Sack und Tüten habe, Sie wissen ja, worum es geht, dann setzen wir uns doch gerne mal zusammen, ne, und beraten darüber, wie ich die Dinge ausgestalten sollte, damit Sie sich nicht durch das bedroht fühlen, was ich tue, und damit alles auch nach Ihrer Ordnung Recht und Gesetz ist. Sodass praktisch das, was ich tue, von Ihrer Ordnung nicht berührt wird. Ja? Und dann setzen wir uns so lange verhandeln zusammen, bis wir eine Lösung gefunden haben. Und an diese halten wir uns dann einfach. So machen wir das. Ich hole also jeden Menschen ab, wo er ist. Für dich sage ich immer, jeder gibt das Beste innerhalb dessen, was er weiß, an dem Platz, wo er ist. Es ist meine Aufgabe, ihn da abzuholen, wo er ist, um ihn ein Stückchen weiterzuführen, ihm zu zeigen, dass ich nichts Böses möchte, sondern eigentlich ihm nur dienen möchte. Und wenn er das machen möchte, mit mir gemeinsam, dann tue ich es, wenn nicht, dann lasse ich es. So ist es immer. Das mache ich mit der Bundesbank so, mit der Bankenaufsicht so, mit dem Finanzamt, mit der Oberfinanzdirektion, mit den Ministerien, ja, mit wem auch immer, mit den Gerichten. Die können mit mir gerne etwas gestalten, wenn nicht, ich muss es nicht machen. Ja, ich kann mich immer zurücknehmen.